Unter dem Motto Europa Unlimited startete zu Beginn des vergangenen Schuljahres der 71. Europäische Wettbewerb, der älteste Schülerwettbewerb Europas. Europas, meine Heimat, unsere Heimat. Wir haben so viele unterschiedliche Menschen, so viele Kulturen, die aufeinandertreffen und sich gerne austauschen. Deswegen denke ich, dass Europa auch eine Familie ist. Über 60.000 Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich auf kreative Weise mit dem Thema Grenzen. Dabei kamen rund 43.000 Arbeiten, Texte und mediale Projekte zusammen. Unter den Gewinnern des Wettbewerbs sind auch vier Schülerinnen aus Neubrandenburg. Zum einen Gerda Bredow von der Grundschule Mitte, die sich mit ihrem Bild Mission Europa kreativ auslebte. Ebenfalls von der Grundschule Mitte gewann Ida Eichler mit ihrem Werk Brücken verbinden, welches Vielfalt und Gemeinschaft ausstrahlt. Die dritte Gewinnerin heißt Elisa Quilitsch, kommt vom Lessing-Gymnasium und stellt mit ihrem Werk Über den eigenen Schatten springen gekonnt dar, wie schwer es sein kann, sich zu trauen und die Komfortzone zu verlassen. Die vierte Gewinnerin heißt Juli Könnecke, kommt ebenfalls vom Lessing-Gymnasium und reichte einen vierminütigen Hochkantfilm, das digitale Ich, ein. Darin beschäftigt sie sich mit problematischen Schönheitsidealen auf Social Media, dem Benutzen von Schönheitsfiltern und wie sich gerade jüngere Frauen dadurch unter Druck gesetzt fühlen und mitunter Essstörungen entwickeln können.